Kristallomantia war die Zauberkünstler Marias, und Kristall wurden die Herzen seiner Zauberer, auf dass sie unsterblich würden. Einer aber vergrub sein Herz aus Stein, nicht in den Tiefen der Erde und der See, um es vor seinen Feinden zu verbergen. Sich selbst begrub er in einem Sarg von Kristall, seinen Geist aber in jenen, die seinen Scholaren und Sklaven wurden und zwiefach sterblich wurde, er so an Geist und Körper. Aus Die Wege ohne Namen, Abschrift aus den dunklen Zeiten. Seht ihn euch nur an, ein Zwergkrakenmolch, das Vermächtnis meines erhabenen Meisters, ein überaus nützlicher Wächter für Seen, Grotten und Wassergräben und stets hungrig, also seid auf der Hut, wenn ich ihn an den steinernen Schiff wieder freigebe. Und nun, Herr über das Tierreich. Der Magier Zargor Nagachot, Schüler des Zaubermeisters Mordor, zu seinen Handlangern, 1020 nach Bosporans Fall. Und so beginnen wir unsere Reise ein weiteres Mal in Miamat. Ihr habt euch dem Hafen wieder angegliedert, zwischen den zahlreichen Schiffen, ja, eure eigene Avianda festgemacht und habt nun die letzten paar Tage im Hafen verbracht. Die Reise zum Grund des Ozeans an die Hauptpforte von Vayat Jahl zu Gott habt ihr abgeschlossen. Und nun beginnen die Umbauarbeiten, die ja doch nach euren Vorstellungen laufen. Der Hafen wird weiter ausgebaut, der Wald in der näheren Umgebung wird weiter abgehackt und das Holz für weitere Dinge und Ausbauarbeiten benutzt und Nahrungsmittel werden nach und nach herantransportiert. Wir schreiben Ende Zar bzw. Anfang Fex. Und ihr steht an der Mole, betrachtet die See, die sich schaumig aufgewühlt an dem Hafen ergießt und immer mal wieder einige Bröckchen ausspeit, die von dem künden, was in wenigen Wochen stattfinden muss. Ah, da seid ihr ja. Das wohl. Also, wie sieht es jetzt aus? Bleiben wir hier oder wollten wir noch eine Seefahrt, ein paar Abstecher machen? Nun, so wie ich die Kapitania verstanden habe, ist es nicht viel von Wert für uns, den ich habe schon wieder vergessen, den Hafen auf der anderen Seite des Grundes, Port, irgendetwas noch. Zornbrecht, das genau das. Noch weiter in Betracht zu ziehen. Entsprechend denke ich nicht, dass wir den derzeitigen Ankerplatz verschieben sollten. Wir könnten eventuell den oderen Mon Mitoir erreichen in Port Korat, der wieder uns Truppen zur Verfügung stellt. Nun, ich bin mir sicher, dass die Herren Alanfaner und Artverwandte in dieser Sache besser geeignet sind. Das wohl, so habe ich das auch verstanden. Zumindest Kukris ist ja schon in der Stadt und er hat die Admiralität an seiner Seite. Nun, wenn das in die Wege geleitet wurde, was machen wir in dieser Stadt noch? Und das frage ich euch, ob wir warten oder ob wir etwas anderes tun wollen. Ob ihr irgendwelche Vorbereitungen habt, die ihr noch erfüllen müsst. Und immerhin haben wir noch einige Wochen. Ich gehe mal davon aus, dass die ersten paar Piraten sicherlich schon, na, vielleicht nicht unbedingt im Ingrim, aber sicherlich im Raya hier auflaufen werden. Und vor allem bei Port Zornbrecht werden sie ihre ersten Versuche wagen. Davon kann ich ausgehen, das wohl. In der Tat, wir müssen unsere Falle vorbereiten. Ihr erinnert euch. Hatte ich das richtig mitbekommen? Ihr wollt Port Zornbrecht niederbrennen? Ja. Tja. Dann sollten wir also nochmal rübersetzen, oder wie? Das wäre auf jeden Fall wichtig. Wir haben ja schon einige Vorbereitungen in die Wege geleitet. Ich meinte, wir wollten das zusammen mit... wie hieß er noch? Ich komme jetzt nicht drauf. Aber ich werde noch einmal nachschauen. Tja, ich habe in den verschiedenen Tavernen zumindest mit dem einen oder anderen Seefahrer noch gesprochen. So Hafengeplausche schon ganz nett, wenn man nun die ganzen Spinnereien mal wegtut, den ganzen Seemannsgarn, aber Kuntjom wurde überfallen, und zwar nicht nur von 2-3 Schiffen, sondern von einer ganzen Flottille. Seltsam.
Ihr solltet nicht der Fortschritt, der dort, die an die Plagenbringer angeschlossen ist, sehr viel weiter südlich mittlerweile verortet sein. Ich glaube, sie fürchten sich mittlerweile vor gar nichts mehr. Und zu Maraskan haben wir ja sämtlichen Kontakt jetzt auch verloren. Ich gehe allerdings noch davon aus, dass die anderen Piraten unter Kotnasan hier eintreffen werden. Nun, die Sache wird sich um sein oder andere zu Bälde entscheiden. Ich denke nicht, dass wir uns danach noch viele Sorgen um die Sache machen müssen. Nun, insbesondere wenn wir Maraskan betrachten. Hafax ist auch noch eine Variable, die wir im Hinterkopf behalten müssten. Meint ihr, er wird sich als Heptarch seinem verlorenen Bruder anschließen? Nein, ich gehe nicht davon aus. Aber er ist ein, nun zumindest ein sehr strategischer Mann. Er wird seinen Vorteil wittern und in diesem besten Wissen und Gewissen handeln. Wie immer wird er hinterher darauf warten, die Scherben aufzulesen und das Beste daraus zu machen. Nichts, worum wir uns Gedanken machen müssten. Wenn ich hoffen das wohl. Aber ist euch aufgefallen, dass der Meeresspiegel gestiegen ist? Nein, tatsächlich nicht. Wir hatten eine Flut und nun, danach kam keine Ebbe mehr. Der Meeresspiegel ist so geblieben, das wohl. Es mag euch tatsächlich wohl nicht auffallen, aber mir mit einem geschulten Auge. Birgt das irgendwelche Probleme für unsere weiteren Unterfangen? Nein, das nicht. Zumindest, wenn das alles so bleibt. Wenn wir noch mehr Wasserstand kriegen, haben wir aber eventuell einige Probleme in den Kellern. Vor allem, weil dort viele Nahrungsmittel liegen. Und wenn die dann volllaufen, dann stehen wir komplett ohne Nahrung da. Vielleicht sollte man sie aus den Kellern nach oben in die Dachgewölbe schaffen. Das wäre vorsorglich sicherlich besser. Na, bei den warmen Temperaturen haben wir auch dann mal ein Problem, dass sie dann verrotten. Aber lieber liegen sie so, als dass sie an die Wasser verloren gehen. Ich denke auch. Schwierig. Das ist etwas, was ich überhaupt nicht bedacht hatte. Aber sowas gehört ja auch mit zum Krieg führen dazu. Ja, selbstverständlich. Vor allem, wenn wir die nächsten paar Wochen hier noch sitzen. Und wir sind darauf angewiesen, dass wir weiter aus sowohl Port Korat als auch aus Al-Anfa Nahrungsmittel bekommen. Könnt ihr nicht Lenzpumpen in die Keller einsetzen und das Wasser anpumpen? Ja, sicherlich können wir das. Installiert sind wohl auch schon die ein oder anderen, vor allem in Hafennähe, aber es kommt halt darauf an, wie viel Wasser dann überschwappt. Und wenn der Meeresspiegel so bleibt, dann wird es auch immer wieder nachlaufen. Wir können natürlich auch versuchen, Deiche zu bauen, aber wir sind hier gerade an einem Hafen. Und ich dachte eigentlich mehr an die Keller. Die Keller, um die Keller trocken zu legen, Lenzpumpen zu installieren. Und vielleicht die Vorräte etwas zentraler zu lagern in einem Keller. Nun, bis die Pumpen besetzt sind, ist sämtliches Wasser bereits in die Vorräte gedrungen und hat sie verdorben. Worauf wollt ihr hinaus? Ja, man legt einen Tiefpunkt an dem Keller, wo das Wasser einlaufen kann. Und dort installiert man eine Pumpe. Na, aber wir reden hier nicht von einer Flutwelle oder von Nein, ich rede von einem kleinen eindringenden Tropfen. Aber wie gesagt, die dringen an die tiefste Stelle ein, die nicht in der höchsten. Nicht wahr? Verräumt die Vorräte einfach in die Dachgeschosse und wir werden mit Verlusten durch die Temperatur leben müssen. Das wohl. Ich bin mir sicher, die Capitania wird etwaige Rationierungen bereits bedacht und einkalkuliert haben. Tja, dann bin ich ganz froh, dass wir uns nicht ganz alleine darum kümmern müssen, sondern dass der Rat der Kapitäne da relativ gut vorangeht. Auch Sanin ist ein alter Fuchs, das merkt man ihm sofort an. Und auch die Al-Anfa-Gruppierung macht sich die ein oder anderen Sorgen. Also gut, wenn es sonst nichts weiter gibt. Ja, so könnt ihr noch am Wasser stehen und der Torwallerin hinterher schauen, beziehungsweise wenn sie dann zwischen den Straßen und Gassen verschwindet, wieder zurück auf die See blicken und auf das andere Ufer, was irgendwo dort hinten ja sicherlich sich abzeichnet, die sumpfige Stadt Port Zornbrecht. Wie viele Monate sind eigentlich noch bis den namenlosen Tagen? Also, wir haben jetzt Anfang Fex, Ende Zar und damit hätten wir einen kompletten Fex, einen kompletten Paraine, einen kompletten Ingrim und einen kompletten Raja,
sind 1, 2, 3, 4 Monate, die ihr jetzt noch zu überbrücken hättet. Das ist gut, denn ich brauche die ASP alle. Okay, krass. Meine Idee war nämlich, also ein Katapult zu bauen wie den Ogerlöffel, da ja die Schlacht vermutlich in der Nähe hoffentlich ja von Miyamat stattfindet, dass man da vielleicht ein, zwei riesige Katapulte baut, wie den Ogerlöffel in Gareth. Die Schlacht wird über den Selemgrund stattfinden. Mhm. Ich aber weiß ja nicht, wie weit du schießen willst. Aber also du könntest natürlich in Port Zornbrecht könntest du was bauen. Wenn du von Miyamat aus schießen möchtest, dann sind das 26 Meilen, ganz grob. Okay, so, Mendarion kann dir ein Geschoss der Luft zur Verfügung stellen, aber die meiste Arbeit musst du an der Nummer trotzdem selber leisten. Dann müsste man die vielleicht in Port Zornbrecht als Teil der Falle benutzen, vielleicht auch. Wir könnten Luftginne in Hohlgeschosse binden. Nein, ja. Direkt in die Katapulte hinein. Das hilft den Geschossen ja aber nicht beim Fliegen. Ich wollte gerade sagen, das bringt halt absolut nichts. Nein, also das Erzgin in den Katapult hinein. Ja gut, das geht. Das stimmt. Aber was macht der Ärztin im Katapult dann? Der macht die Reichweite erhöhen. Nein, ja, aber stabiler. Auf 200 Meilen von 300 Meter aus? Nee, 20 Meilen. Es gibt dieses dämonische Geschoss, das über 50 Meilen schießen konnte. Ja, richtig. Das Geschoss, nicht das Gerät. Nicht Geschoss, ich meine hier Belagerungsgerät. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel Reichweite dieser Ogerlöffel hat. Der hieß bloß, er wäre gigantisch groß und hat eine extrem große Reichweite. Ja, aber 26 Kilometer ist richtig, schon ein bisschen extrem hart. Groß für ein vermutlich torsionsgeladenes Belagerungsgerät, nicht für. Na, vor allem, die haben. Oder Kilometer, aber dann ist er auch. Die haben vor allem auch damit Häuser verschossen, ne? Ja, deswegen. Und wo nehmen wir ein Haus her? Aber die Amata preisen. Nein. Also das Problem ist, in Port Zornbrecht, das ist eine sehr sumpfige Gegend, da kriegst du halt nicht so viel Holz, nicht so gut hochwertiges Holz für so einen Ogerlöffel. Aber du könntest in Miyamat abholzen und das dann in Port Zornbrecht zusammenbauen. Da hast du dann einen riesigen, also du kannst das befestigen, wie du willst, klar. Ja, dafür ist die Zeit ja da. Insofern, du hast 4 Monate. Ich habe Dinge zu tun. Gut, ich habe 4 Monate Zeit. Die Frage ist, wie ist Miyamat denn befestigt gegenwärtig? Also welche Mauern und Verteidigungsanlagen wird das haben? Denn wir müssen uns zumindest perspektivisch mal darauf vorbereiten, dass wir ein bisschen Landscharmützel haben werden. Ich glaube eigentlich so, nicht. Du siehst hier auf der Map, also das wird 4 Türme haben, eine Außenmauer und dann halt einen relativ breiten Hafen. Ein paar Geschütze auf den Türmen. Ich würde mich jetzt nicht unbedingt auf ein Landgefecht anstellen. Also Häfen haben Stufen, ich muss gerade mal schauen, bis Kategorie 5. Kategorie 1 ist der ungeschützte Hafen, der hat wenige Rotzen. Und wenn die glücklich sind, doch wirklich ein kleines Kriegsschiff, was in der Nähe ist. Ansonsten haben die 20 Söldner und ein paar Totschläger. Das ist so Kategorie 1. Kategorie 5 ist eine teilweise mehrfache Stadt- und Hafenmauer mit vielen Türmen. Große, meist zentrale Hafenbefestigung, also so ein Schloss, was da dran auf einem Burg oder auf einem Berg steht oder sowas. 3W6 Rotzen und Aale, Böcke, die haben, überschwere Rotzen, 2 mittelgroße Basteien, Spähposten, eine Hafenkette, dienstbare Dämonen oder eben dann Djinne. Also Kunchum wäre ein Beispiel für Kategorie 5 Hafen. Wir haben meistens auch Wellenbrecher insofern, weil der Hafen ist ja nicht direkt am Meer, sondern auch die Wellenbrecher schützt meistens. Genau, also Tutsak wäre eine Kategorie 5, Kunchum selbstverständlich, Mendena ist nur Kategorie 4, zumindest gewesen. Mittlerweile durch Hafax ist das sicherlich auch Kategorie 5. Also ihr seid irgendwo bei 2. Wenn ihr euch beeilt, könnt ihr vielleicht noch auf 3 oder 4 hochgehen. Aber dann müsstet ihr euch wirklich dann darauf konzentrieren. Ich sehe den Grund nicht. Bin ich ganz bei dir. Es kann sein, dass wir irgendwie eine Vorhut reinkriegen. Aber die sollten wir dann eigentlich geballt niedermachen können. Denn unsere Stärke ist ja komplett hier konzentriert. Es bringt also auch nichts, uns hier anzugreifen. Paligans Flotte ist eine reine Seekraft mit Piraten, die haben ihre Kraft und Macht größtenteils im Seekampf. Deswegen wäre es nur sinnvoll, sie in möglichst viele Landgefechte zu verwickeln, also sie irgendwie auf Land zu locken. Ja, aber das Problem ist doch, dass sein Ziel
Seele im Grund ist und da gibt's kein Land. Warum was ihr machen könntet, ist uns angebotenes Landgefecht einlassen. Guter Einwand von Ronga, gut beziehungsweise von Diamantis, der ja nicht da ist. Aber man könnte natürlich mit Windjinnen dafür sorgen, dass entweder es neblig wird und dann auch zusätzlich mit dem Wind dafür sorgen, dass die Piratenschiffe um Port Zornbrecht herum an Land gedrückt werden und sie dann dort aufgerieben werden. Das wäre eine Möglichkeit. Meine Idee war mehr mit diesen extrem großen Geschossen, sie dazu zu zwingen, dieses Port Zornbrecht einzunehmen, um diese Geschütze zu beseitigen. Und dann könnte man, wenn die in der Stadt sind, die anzünden. Das ist ja sowieso die Vermutung, dass Port Zornbrecht früher oder später von Piraten angegriffen wird. Das heißt ja nicht, dass sie das gut können. Aber das wird sicherlich ein Ziel sein, weil die da drumherum müssen. Und wenn ihr da sitzen würdet, dann wäre das auf alle Fälle ein Nagel in ihrem Fleisch, was sie dann halt draus haben wollen. Haben müssen, weil sie können ja nicht einfach vorbei. Genau. Wenn man mit riesigen Katapulten beschossen wird, ist Uli störend beim Aufmarsch. Korrekt. Warum können die nicht einfach vorbei? Der Sill im Grunde ist an der Stelle 30 oder 40 Meilen breit. Ich glaube eher, dass es sie nicht genug stört, diese Stadt zu stürmen, dass sie mit ihrer riesigen Flotte da nicht dran vorbeifahren wollen. Also sie werden da einfach dran vorbeibrettern, ganz egal was wir machen, und die werden das Ding stürmen. Da bin ich ja das ganz sehe ich auch eher so. Aber es ist ja hilfreich, wenn du noch vorher 5, 6, meinetwegen auch 20 Schiffe mitnimmst. Ja, genau. Darum geht's. Natürlich. So, und wenn die dann zusätzlich nochmal an Land gehen und dann Boltax die ganze Stadt in niederbrennt, um seinen Feuervulkan Elementarmeister zu besänftigen, dann kriegst du vielleicht nochmal 20 Schiffe weg. Wobei die vielleicht... Ja, aber da habe ich gerade auch noch eine Idee. Ja, nur raus. Also ihr habt ja... Wir brauchen einen Karakil. Fängt schon eine gut Kiste an. Granatäpfel. Also die gleiche Taktik wie damals zu Borberats Zeiten. Ganz genau. Dann gucken wir mal, wie das den Jungs schmeckt. Damit rechnen die auch nicht. Also du möchtest sagen, wir es ist egal, Luftkampf wie sehr die damit rechnen, wenn Schleier der Unwissenheit sagt. Naja, aber Schleier der Unwissenheit verbirgt sich nur für Dämonen und magischer Sicht, nicht vor den Chimären, die um die Plagenbringer herumfliegen. Ja, für die haben wir Visibility. Ignorantia. Ignorantia wäre besser. Actually, jetzt worüber nach, aber das, was du mir sagst. Aber okay, Ignorantia hilft nicht, wenn du selbst aggressive Handlungen vollführst. Ist ja keine aggressive Handlung, du musst da etwas runtergefallen. Was? In dem Moment, wo man es fallen lässt, könnte es vielleicht als aggressiv aufgefasst werden. Nee, es geht nur darum, du interagierst nicht direkt mit den Chimären. Was du mit anderen Dingen machst, ist davon interessant. Also meinst du, ich kann Handgranaten auf die Schiffe fallen lassen und Chimären würden es nicht merken? Die würden aber merken, wenn irgendwas runter passiert, aber die müssten sich umgucken und dann müssten die Sinnescheibenproben machen. Vergessen wir nicht, dass Chimären mit einer maximalen Klugheit von 11 sind. Zudem. Gut, aber es sind viele. Ja. Meinst du, da würfelt einer schon den Crit oder was? Ja. Okay, aber jetzt mal realistischere Pläne. Was wir noch machen könnten, ist, wir könnten halt versuchen, ein paar Piratenschiffe vorher abzufangen, weil ich nehme an, dass die ja nicht die werden ja nicht alle nebeneinander herfahren. So gut werden die sich nie unter Kontrolle haben. Gibt's hier irgendwelche Untiefen? Nee, oder? Naja, der Seele im Grund selber natürlich. Aber jetzt hier in der Nähe von Miamat hast du, südlich hast du natürlich Yol-Miamat mit den Ruinen. Ich meinte eher Richtung Port Zornbrecht. Da, wo sie auch vorbei müssten. Sie werden ja hier mit Sicherheit langfahren. Hier an dem Sumpf vorbei und dann den kürzesten Weg nehmen, ist jetzt meine Vermutung. Keine Ahnung, ist da irgendwo ein Riff oder so? Also wenn dann hier an dieser Stelle, weil hier ja der Komet von Fex eingeschlagen ist, da ist dann so also eine ganze Menge auch kaputt gegangen, also Riffe oder so etwas würdest du dann eher hier erwarten. Also wir haben die Arachnor-Formel, wir könnten einfach ein bisschen Sturm beschwören und die Natur den Rest machen lassen. Wissen wir denn, wie schnell die Plagenbringer sich bewegt? Normalerweise langsam. Wir haben das jetzt nicht gemessen. Ja, was vermuten wir denn, wie schnell? Also wie lange würde die Planringer von da bis da brauchen? Moment, von wo bis wo? Also von hier, diesem Punkt, bis zu diesem Punkt. Tage, Stunden? Also aktuell müsste sie ja irgendwo vor Maraskan bei den Seeschlangen liegen, Unwasser in sich reinpumpen und dann sollte sie sich demnächst dann in Richtung Seele im Grund bewegen, damit sie dann pünktlich, rechtzeitig
zu den namenlosen Tagen da ist. Das heißt, sie wird, wenn sie jetzt losfährt, die nächsten 4 Monate dann hier anlanden. Au, 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 au. Wir brauchen... Warte, welcher Dämon hat den Dienst bewegen und kann fliegen? Garakil? Oh, der ist klein. Like, ASP klein. Tifa? Ich sagte, kann fliegen. Tifa kann nicht fliegen. Ich meine, Terrarium mit Flügeln. Technisch gesehen könnte man ihm Parazo geben, aber. Du meinst Diensttransport? Ich brauche nicht Diensttransport, ich brauche nur Bewegung. Bewegung hat jeder. Bewegung hat jeder, deswegen. Ich brauche nur Flug und nicht teuer. Die diebische Elster, ich weiß nicht, wie die heißt. Ja. Das ist der, ich hatte gerade eben, hatte ich ihn noch, der Perscherasch. Nee, den meine ich nicht. Die diebische Elster. Willst du jetzt einen Vieron-Herzdämon rufen? Was? Der Perscherisch kein Erstdämon, der hat nicht mal Hörner. Ja, hier von Firon hat der Gegenspieler. Na krach. Ja. Perscherisch. Ja. Wie gesagt, der Perscherisch hat nicht. Der Utara war. Danke. Niederer, Tasfarade, Basiskosten 2. Ja, doch. Und doch. Dann willst du was tun? Hat sogar Spionage. Bomber. Wir nehmen den Dämon. Wir binden ein Artefakt dran. Wir lassen ihn dahin fliegen. Verbindung zum Beschwörer sagt uns, wenn er da ist. Gespür des Erschaffers sagt und hilft uns bei der Auslösung. Und dann sollen die mal sehen, wie sie ihn löschen. Denn mit Wasser geht das nicht. Dann wird sein Schiff versenken. Wow. Ja, und du, dann. Ein Schiff versenken oder ein Schiff nicht versenken. Ich glaube, es geht um die Dämonenarchen oder so. Ja, die wird mit dem dämonischen Pfad vorher nicht zerstören können. Die sind nicht gegen Feuer, dämonisches Feuer immun. Ja, also erstmal ist es kein dämonisches Feuer, sondern elementares. Du weißt, dann haben wir noch ein Problem. Es geht noch nicht um Dämonenarchen, sondern ganz normale Schiffe. Mhm. Wenn wir da ein Brenner drauf stellt, ist das elementar. Das geht ja, aber nicht die Arche. Right. Wir reden doch gerade darüber, wie wir die Sache ausdünnen können, bevor sie bei uns sind. Genau. Gegenmaßnahmen. Um eine Arche loszuwerden, man... Na, müsstest du ein Enter-Kommando losschicken. Vortags, kannst du den Frigisfero? Sphero, jetzt muss ich gerade mal kann gucken. Abelmir kann den. Warum kannst du den Brigi Sphero? Weil ich ihn gelernt habe. Von wem? Von unterm Kasim, dem guten. Ja, das geht, dass er nicht erraten kann. Ich kann nur den Frigi. Er kann auch den Frigi Plano. Exakt. Wir könnten den... Was? Vermutlich auf 3 oder so? Nö, auf 10 und so. Aber die Wand aus 1 kannst du nicht, oder? Nein, die nicht. Also Schoko, deine Vermutung sagt hier, dass sie sicherlich am ersten namenlosen Tag bei Port Zornbrecht sein wird und dann am 5. Namenlosen müsste sie direkt über der Kluft sein. Okay, aber dann wird sie ja für diese Entfernung vermutlich, keine Ahnung, 4 Tage brauchen. Also von da nach da 4 Tage und dann den Rest... Einen bestimmten Monat. Ja, genau. Dann ist die Frage, ob es sich nicht mehr lohnt, Abelmirs Geschütze irgendwie hier mit einem Sumpf aufzubauen und sie da einmal an Land zu zwingen und sie dann hier nochmal an Land zu zwingen. Und Moment, bei Axel nochmal. Eine wichtige Frage. Ja. Gegen was sind die Dämonenarchen jetzt nicht mehr geschützt, nachdem wir dieses... Nee, wir hatten ja auch dieses umgekehrt, oder? Oh, bei Tamid haben wir die Pforte kollabiert? Das bringt nichts. Das bringt nichts. Nein, sie sind ja... Das hat nichts gegen die Resistenzen gebracht. Genau. Die sind ja schon beschworen. Okay, neue gut. Dämonen. Also gegen Eis sind sie verwundbar. Okay, alles klar. Ich erinnere mich vage, dass sie gegen magisches Feuer verwundbar wären. Also nein, mit der... Warte, blutige See. Die sind ja... Warte, sei ruhig. Blutige See. Seeadler von Bailong. Hat der Ramsporn nicht Feuer verzaubert, Frosty? Ja, magisches Feuer. Aber es gab doch nie einen Ramsch. Es gab ja noch nie einen Ramschspornangriff gegen die Dämonenarchen. Hat ja nicht immer so wunderbar geholfen. Okay, gut, dann verwerfen wir das. Ja, aber im Prinzip, ja klar, also vorne ist ein Ignisfero-Brandgeschoss drin. Ja, eigentlich bringt sich viel, weil wir so eine Atmosphäre geschaffen. Also. Hey, aber greif mir die Artefakttheorie doch nochmal auf mit Abelmirs Igni Plano, eine ganze Arche Oberfläche damit unter Eis setzen, ist doch an sich eine gute Idee. Rutschen die Piraten aus. Macht das der Arche was? Das macht ja auch ordentlich Schaden, ne? Es ist ja sowohl an der Arche als auch an den Piraten, die da sind. Und macht ein Frigi Plano Schaden? Ja, der macht einen Planung schon. 3W plus ZFW halbe im Umkreis von ZFW Schritt, glaube ich. Okay, warte, weiß jemand, wie sich
Flächenschaden von Zaubern auf Strukturpunkte auswirkt? Ich hab keine Ahnung. Haben die Monarchen Strukturpunkte? Ich vermute, die Problematik wird sein, selbst wenn du diese Monarche da oben einfrierst, wenn du das Herz nicht kaputt machst, dann zählt dir erstmal wenig. Na, es geht ja darum, dass sie von dem Eis Schaden nimmt. Ja, auf wir können auf dem Schaden nicht kapitalisieren, wenn wir dann nicht da sind, um das Herz zu zerstören. Wir können das Herz nicht zerstören, denn da ist alles voller Lederschwingen, wir kommen da also nur sehr schwer rein. Jo. Also was wir machen müssen, ist ein Hit and Run, wenn überhaupt. Also wir müssen halt da rein, irgendwas umbringen und uns wieder verpissen. Und das kriegen wir ohne Karakil nicht hin, also schmeißen wir es von der Tischkante. Fertig. Jo.